Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Origins. Ja, ich hoffe, ihr habt gestern reichlich Geschenke bekommen. Auch heute ist noch Weihnachten, der erste Weihnachtstag. Kann nicht sagen, was ich bekommen habe, da ich immer noch vier Tage vor Weihnachten bin. Aber okay, ich muss ja ein bisschen vorproduzieren, damit ich die Zeit mit meiner Familie verbringen kann, damit mein Sohn und auch meine Tochter ihren Papi zu Weihnachten haben. Wer will's mir verdenken? Gut, ich freue mich trotzdem, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gehen hier immer noch die Nebenmissionen nach. Ich bin gespannt. Bis jetzt macht das Spiel mega Spaß, auch die Nebenmissionen. Ich komme mit dem Kampfsystem noch nicht ganz zurecht, aber vielleicht ergibt sich das ja noch. Bayek, wie schön es ist, dich wieder in Siva zu wissen. Du hast Zenu wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes, altes Mädchen. Wie du, hä? Ich wollte es gerade sagen. Bayek. Hepzifer sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein Kar gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perank in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt und stehlen die Waren. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Die Arznei könnte hier überall sein. Senno kann mir helfen. Oh. Ich finde besonders die Krüge aus dem gesunden Schiff. Scheiße! Der Nepp ist tot! Was soll er machen genau? Gaben aus dem Orakel? Vielleicht muss er ja gar nicht am Wasser suchen, sondern hier. Transportiert. Aber was ist das? Gemeinsam. Bronze. Silber. Eisen. Wahrscheinlich muss ich erst aufs Wasser oder so. Mann. Hm.
So geht das. Ich kann unter Wasser kämpfen. Mein Boot, da ist mein Boot. Hat er gleich beide gefunden, oder was? Hoch, mein Freund, hoch. Drabia wartet auf die Medizin. Voll bepackt das Ding mit Essen und sowas. Mann, ich drücke immer R2, damit das schneller läuft. Haus des Lebens im verfallenen Tempel. Na gut. Mal sehen, was uns da noch erwarten wird. Die Kranken nicht in den Tempelruinen. Wir Soldaten haben uns hinausgeworfen. Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte.
Es sind immer dieselben. Sie nennen es Tribut. Eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Wir haben kaum das Nötigste, um den ganzen armen Seelen zu helfen. Asgaia. Sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Das sei machen vorsichtig, wir. Vorsichtig, Bayek. Die machen wir fertig, die Schweine. Wo sind die? Ach da. Hör mal, Meister. Kann ich vielleicht deinen Chef reden? Halt! Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Hey, was? Was gefunden? Du hättest nicht herkommen sollen! So. Hey, was? Das war's. Stirb! Verflucht. Nicht viel da diesmal. Auf meinen Plan. Ein langer Trunk. Schön. Der heult da immer noch rum. So, kannst wieder rein, meine Liebe. Bayek, hattest du Erfolg? Natürlich. Der Tempel gehört jetzt dir. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. Bei all der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. Katzenamulett, Halsamulett. Was denn? Wovor laufen wir weg? Ah. Wer war das? Ach da. Schweinepriester. So. Wo geht's weiter? Hier haben wir soweit alles. Was ist das? Bayeks Versprechen. Was war denn Bayeks Versprechen? Stellung fortzusetzen. Achso, ich habe ein neues gekriegt oder so, ne? Ein Holzschild. Hier ist auch noch was Neues.
Ein leichter Speer. So, wir haben zwei Pünktchen. Was holen wir uns damit? Passiv, du plünderst automatisch Gegner. Nehmen wir den ja, ne? Ach, der kostet nur... Ich bin so dumm. Du kannst einen Zweibogen... Was? Du kannst einen zweiten Bogen ausrüsten. Ah, okay. Schön. So, warte, jetzt wollen wir kurz die Quest weiterverfolgen hier, Haupt. Aber was ist denn das? Ich geh mal dahin. Ich weiß ja nicht, was das ist, aber... Scheinbar haben wir da noch was zu erledigen. Dann hätten wir nämlich auch hier alle Missionen erfüllt. Auf jeden Fall ein goldenes Fragezeichen. Steinkreis des Amun. Mein Sohn. Du wolltest die Sterne. Die Steinkreise zeigen die Plätze der Götter im Himmel. Und dein Großvater erzählte mir, dass sie auch unseren Platz in der Welt zeigen. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Und du wirst sie bekommen. Sterne anordnen. Finde das Sternbild. Papa, warum gibt es so viele Arme in Ägypten? Und die nicht hierher gehören, sind reich. Ägypter haben vergessen, wer sie sind. Sie nehmen eher Reichtum als Ehre. Dann bleibt ihnen nichts. Nicht mal Gerechtigkeit. Aber wir sind Magi. Wir bringen Gerechtigkeit und Ehre nach Ägypten zurück. Ja, mein Sohn. Wir haben nicht vergessen, wer wir sind. Wir bleiben beständig ganz gleich, wo wir herkommen. Amun, der König der Götter. Aufgeteilt in zwei Erscheinungsformen. Amunet, die große Göttin der Verborgenheit. Und der Herrscher über den Wind. Er bewahrt die Gerechtigkeit. Als Herrscher der Schatten und der Stille vernimmt er die Stimme der Armen. Er hört die Geständnisse der Demütigen. Ah ja. War ja fast einfach.
So, warte. So, das war es jetzt aber wirklich, ne? Fragezeichen, nee. Bin gespannt. Wir wollten ja noch ein Bierchen trinken. Finde die Steinkreise in Ägypten. Ach so. Ah. Ja gut, das werde ich, aber nicht jetzt. Bist du bereit? Es ist eine lange Reise. Klar, ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek besuchen. Große Bibliothek? Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis? Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen? Natürlich. Verstehe. Und Bayek, tu etwas gegen diesen Bart. Leb wohl, mein Freund. Wir kommen mit Sicherheit wieder. Oh, Scheiße! Leila, du brauchst neues Cyclosporin. Sofort! Hä? Leila, aufwachen, aufwachen! Muss ich etwa da runterkommen? Leila? Leila! Komm zurück! Leila, bist du bei mir? Habibti! Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte. Also, wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar. Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Ach, fantastisch! Wen hast du denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Die werden sich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Ich arbeite nicht nach Lehrbuch. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verbrannt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Cyclosporin. Wo kriege ich das? Das Cyclosporin. 2 Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst. Oh, ich komme wieder. Gut. Ich gehe wieder rein. Das ist so krass da. Sei vorsichtig. Immer. Musik.
Assassin's Creed Origins. Hui. Schon bin ich nicht mehr cool. Shop. Im Shop kannst du deine Spielerfahrung verbessern, indem du zusätzliche Gegenstände oder Zeitersparnisse kaufst. Außerdem hast du dort Zugang zu allen Bonusinhalten, die du möglicherweise bereits besitzt. Die gekauften Gegenstände haben deine aktuelle Stufe und können bei jedem Schmied aufgerüstet werden, um sie deinen Fortschritten anzupassen. Wir freuen uns, dir 200 Helix-Credits anbieten zu können, die du für beliebige Gegenstände ausgeben kannst. Du kannst jederzeit vom Pausenmenü aus auf dem Shop zugreifen. Ich muss dieses Land beschützen. In Alexandria erblüht die Schlange und Aya lebt dort. Ich muss sie beide finden. Yarmo. Heimat meines alten Freundes Minet. Er wird im Tempel sein. Da ist er immer. Was? Wow. Stufe 43, hä? Hinterhalt im Tempel, um seinen alten Freund Menehe zu treffen. Ha! Schon besser. Aus dem Weg! Hallo sagen, oder? Niemand kann dir helfen. Oh. Hi, mein Freund. Bayek, welch glückliche Fügung. Ich dachte, es dauert Jahre, bis wir dich wiedersehen. Friede sei mit dir, Menehet. Wie geht's der Familie? Die Kinder werden mit jeder Minute größer. Meine Frau und ich haben alle Hände voll zu tun. Und du? Gibt es was Neues zu... Nein. Ich vergesse mich. Es gibt so vieles in deinem Leben, worüber man besser nicht spricht. Vergib mir. Ich sehe an deiner Kleidung, dass du befördert wurdest. Ah, ja. Der Hohepriester in seiner Gnade machte mich zum Stellvertreter. Und er hat noch viel mehr als nur meinen Rang verändert. Du musst dir den Tempel ansehen. Bekomme ich eine Führung? Natürlich, natürlich. Wann immer dir danach zumute ist. Triffst du mir sprich mit mir mit der Führung zu Beginn. Möchtest du jetzt eine Führung durch den Tempel? Nach dir, Menehet. Oder heißt es Diener der Göttin? Menehet reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das ist keine traurige Ruine mehr wie beim letzten Mal. Yarmo veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen. Und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Hm.
Von einer Räuberbande überwältigt, ha? Lautlos wie Geister. Onkel Bayek! Onkel Bayek! Hallo, Onkel. Juwel meines Lebens. Wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Bayek! Na, wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man 4-1 in der Überzahl ist, ha? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich! Versteckt euch, denn der Wanderer verfolgt eure Fährte! Vor. So, Missionsziel in der Nähe. Wo könnte das Kind sein? Gut, warte, wir werden die Kinder gleich suchen. Aber erst in der nächsten Folge. Genießt den ersten Weihnachtstag. Da ist einer. Hab dich. Du hast mich. Jetzt versteckst du dich. Komm lieber hier weg, Nyla. Du stehst doch den Priestern im Weg. Okay, die anderen suchen wir gleich. Wie gesagt, genießt den ersten Weihnachtstag. Lasst mir gerne was da. Wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen. Und bis dahin. Ciao, ciao.